Und wie geht's hier? Wie geht's? Wie geht's? Was laberst du? Wie es dir geht. Ich habe hier leider nur mein Handy zur Verfügung. Ich wollte gerade aufnehmen mit der Kamera, was ist? Wieder Karte vergessen. Ich wollte euch einfach nur zeigen. Ich habe meine Supplements natürlich mit. Egal, ob ich für einen Tag wegfahre, für eine Woche oder so. Ich nehme alles mit. Dafür habe ich meine schöne MyProtein-Box. Hier habe ich einfach Gerstengras zusammengemischt mit BCAAs und Kreatin. Guck mal, ihr seht schon den mega Unterschied zu der iPhone-Kamera und meiner meiner anderen richtigen Kamera von Sony. Hier habe ich Magnesium, Omega-3, Vitamin D3 und darunter ist Glucosamin. Also ich empfehle euch, Glucosamin nicht als Pulver zu holen, weil das einfach so eklig schmeckt. Deswegen habe ich das immer einzeln. Ich mische das nie irgendwo rein, weil einfach runter damit. Oder ihr holt euch das am liebsten, also am sinnvollsten wäre das Glucosamin, sich als Kapseln zu holen, mache ich auch das nächste Mal. Davon kommt jetzt die Hälfte hier rein, boah. Die andere Hälfte dann nach dem Training. Oh Scheiße, ey. Also jetzt erstmal das, dann Kaffee, dann Training und dann die andere Hälfte. Das wären dann 10 Gramm. Gerstengras, 10 Gramm BCAAs und 5 Gramm Kreatin. Hä? Hey. Was ist das bitte? Das? Essen. Willst du mich verarschen? Wieso? Was machst du da, ey? Ich habe Essen für uns bestellt. Warum? Hä? Warum ziehst du dir Burger rein, Digga? Keine Ahnung. Hat dir jemand ins Hirn geschissen oder was? Wieso? Lass uns doch mal einen Blick auf die Dinger werfen. Was? Dein Ernst? Boah, nicht schlecht, Mann. Hast du dich bei McDonald's verlaufen oder von wo ist das? Nee, Mann, das ist vom amerikanischen Restaurant. Richtig geile Burger. Heute bis jetzt noch nichts gegessen, Mann. Ist da Salat mit drin? Auf jeden Fall. Was bewirkt Salat? Die Micro ist schon mal abgedeckt für heute. Davon wird der Arm aber dünner. Okay, scheiße. Und dann, warum wir, heute haben wir richtig hart gesquattet, Mann. Heute gönnen wir uns das. Und bei Low Carb ist der Vorteil, du kannst hier Fett reinhauen ohne Ende. Ist zwar irgendwie auch irgendwo dumm, aber so ist das halt. Ja, und dann noch ein paar Riegel. Dann läuft die Ernährung, läuft Clean Eating. Oder auch genannt If It Fits Your Macros. Dann mal guten Hunger. Ja, danke, gleichfalls. Langsam wird das Wetter immer geiler. Richtig geil, sogar meine Blumen gehen schon auf. Ich liebe diese Orchideen. Okay, die riechen zwar nicht so wie in der Natur, aber sind einfach schön. Ja, ich habe gestern nicht mehr weiter aufgenommen. War nichts mehr Interessantes. Wir waren zwar beim Training, aber ich hatte, wie gesagt, meine Speicherkarte nicht mit. War nichts Neues, war ein ganz gutes Training. Ich habe beim Sumo-Kreuz eben meinen Rekord geschafft. Und ansonsten, ja, gutes Training, aber nichts Besonderes. Ja, genau. Was gibt's denn jetzt? Jetzt haben wir schon den nächsten Morgen. Ich werde es noch bei dem Vlog vom Tag davor reinpacken. Wie gesagt, ich hoffe, ich langweile euch nicht. Low Carb läuft. Gestern und vorgestern zwei erfolgreiche Low Carb Tage. Obwohl gestern habe ich mich nur von Burgern, also was ich gestern gegessen habe, zwei Burger,
zwei Proteinriegel und ein Proteinshake. Also if it fits your macros 100%, ja, bestes Beispiel dafür. Aber die Ernährung, das muss man sagen, war gestern einfach nur scheiße. Das muss man echt sagen, also die Ernährung war scheiße, aber man muss wiederum sagen, dass es mich trotzdem meinem Ziel näher bringt, da ich ja abnehmen will und ich gestern einfach im Kaloriendefizit war, also werde ich abnehmen. Zu Low Carb kann ich bis jetzt sagen, so irgendwie macht mich das mehr satt, weil ich mehr Fett esse, weniger Kohlenhydrate, also ich bin mehr satt. Das Ding ist, es bringt zwar Spaß, weil man kann sowas essen wie Nüsse, Eier, ja, fettiges Fleisch. Aber andererseits nervt es mich jetzt schon ein bisschen, weil ich kann kein Reis essen, Nudeln, Brot, Haferflocken, Linsen und Obst auch nicht so viel. Und deswegen, also es ist, hat seine Vor- und Nachteile. Was sich hier unten tut, kann ich noch nach zwei Tagen natürlich noch nicht sagen. Was gibt's sonst noch? Morgen ist Freitag. Heute ist Donnerstag und das Video kommt praktisch fast wieder live. Heute noch online. Guck mal, das sind Carbs, die zähle ich gar nicht. Scheiße. Vielleicht gehe ich doch immer über meine 100 und merke das gar nicht. Weil ich am Saft habe ich nie gezählt, weil ich den täglich zu mir nehme. Naja. Morgen kommen Nils und Amir. Und wir chillen ein bisschen hier bei mir in Hamburg. Werden für euch vloggen, werden für euch ein Trainingsvideo abdrehen mit Booster-Test. Also ein Booster-Test, den die schon kennen, aber ich nicht. Ich werde noch versuchen, Stefan und Eugen ranzukriegen, um noch mehr Meinungen einholen zu können. Weil es geht nämlich um den Alpha Drive und der soll meinem Lieblingsbooster schon das Wasser reichen können, nämlich Dedicated Unstoppable. Leider sind diese Booster alle nicht mehr erhältlich und von denen, die ihr noch kaufen könnt, war bis jetzt mein Favorit der Crank, eindeutig. So, was habe ich hier denn alles? Ein paar Supplements, wie immer, wie jeden Tag. Ich hoffe, ihr versteht mich, aber ich denke mal, die Kamera ist so gut, ja, ich bin mit ihr so zufrieden, dass ihr mich eigentlich verstehen müsstet, weil das Mikrofon ist richtig geil. Und ich habe hier jetzt einen Fehler gemacht, denn ich merke, normalerweise, also ich habe mir vorgenommen, den Saft wegzulassen und anstatt dessen BCAAs zu nehmen, weil die haben ja auch einen Geschmack, wenn du sie mit Wasser trinkst und keine Carbs. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt habe ich fast 200 Milliliter. Jetzt habe ich 20 Gramm Kohlenhydrate unnötig zu mir genommen. Aber das wird immer noch passen heute, wenn ich... Ja, ihr seht das dann einfach im Vlog danach, was ich so heute zu mir nehme. Weil dieses Video kommt, wie gesagt, noch zu gestern. 5 Gramm Kreatin. Dieses Video kommt noch zu gestern. Und dann mache ich noch ein separates Video. Alles klar, Fitnessfreunde. Ich hoffe, solche Videos gefallen euch. Mir ehrlich gesagt nicht. Also ist langweilig. Ich versuche immer was Neues zu machen. Aber ich muss sagen, es ist echt schwer für mich. Weil mein Leben ist eigentlich nicht so spannend. Einfach nur Ernährung, Fitness, Training, ein bisschen chillen mit Kollegen. Bisschen arbeiten am PC, Videos aufnehmen. Ich muss sagen, dieses Leben gefällt mir, aber es ist halt eben, wie gesagt, nicht so spannend. Naja, wir sehen uns am Morgen, Fitnessfreunde.